Moin und schön, dass du reingeschaltet hast. Heute geht es um die Wahrscheinlichkeitsrechnung und ich möchte mit dir einmal mir genauer das Baumdiagramm anschauen. Und dazu siehst du, habe ich hier bereits schon eine Abbildung gemacht und das ist in dem Fall auch das Baumdiagramm. Das ist manchmal gezeichnet, manchmal auch nicht. Und wir schauen uns jetzt zunächst erst einmal die Aufgabe an. Es geht also darum, sie hatten zwei Würfel geworfen, die haben wir hier und ergänze im folgenden Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeiten. Verwende dazu Brüche. Gut, schauen wir uns jetzt als erstes den Würfel an und wir sehen, der Würfel hat insgesamt 6 Seiten. Das heißt also, dass ich die 1 würfel, hätte quasi einmal die Wahrscheinlichkeit von 6 Seiten. Dass ich die 2 würfel, hätte die Wahrscheinlichkeit auch von einmal von 6 Seiten. Und so kannst du das mit 3 sehen, mit 4 sehen, mit 5 sehen und auch mit 6 sehen. Das heißt also, immer nur eine Seite kommt in Frage, um die entsprechende Augenzahl auch zu würfeln. Okay. Und das tragen wir uns jetzt als Bruch ein. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine 1 würfelst, ist 1 zu 6. Dass du eine 2 würfelst, ist auch 1 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine 3 würfelst, ist 1 zu 6. Natürlich hier auch 1 zu 6, 1 zu 6. Und ihr ahnt es, auch hier wieder 1 zu 6. Und dieses 1 zu 6, das habt ihr sicherlich auch schon in der Wahrscheinlichkeitsrechnung euch genauer angeschaut. Hier sind die günstigen Ergebnisse und hier unten sind die möglichen Ergebnisse. Und dadurch kommt dieser Bruch zustande. Und da solltet ihr auf jeden Fall nochmal gucken. Also hier oben sind die günstigen, das sind also die Ergebnisse, die ich wirklich erzielen möchte. Da habe ich nur einmal die Möglichkeit und die möglichen davon sind aber 6, weil ich ja eben 6 Seiten habe. Und damit haben wir in dem Fall schon fast unser Baumdiagramm aufgestellt. Und jetzt geht es noch darum, dass wir ja mit 2 Würfeln würfeln. Das heißt also, ich habe als erstes diesen Würfel gewürfelt und den zweiten, den ich noch benutze, kann ich natürlich auch hier wieder beispielsweise irgendeine Zahl würfeln, zum Beispiel auch hier wieder die 1. Und auch hier ist wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich nur eine Seite natürlich von diesen 6 Seiten auch würfeln. Bedeutet für mich also, ich kann hier auch nur wieder ein Sechstel würfeln, ein Sechstel würfeln, ein Sechstel würfeln, ein Sechstel würfeln, ein Sechstel würfeln und ein Sechstel würfeln, da ja jede Seite nur einmal drin vorkommt. Okay, und damit haben wir Aufgabe A schon erledigt. Gucken wir uns jetzt dazu Aufgabe B an. Da steht, bestimme die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 3. Das heißt also, wenn ich jetzt mir den Würfel hier anschaue, könnte ich ja eine 1 würfeln und ich könnte mit dem anderen Würfel eine 2 würfeln. Und damit würde ich diese Augensumme 3 bekommen. Und wir schauen uns das jetzt in diesem Baumdiagramm einmal genauer an. Dazu habe ich mir jetzt meine Farbe rausgesucht. Das heißt also, ich würfel hier die Zahl 1 und ich müsste noch die Zahl 2 dazu würfeln, um auf die Augensumme 3 zu kommen. Okay, gucken wir uns die nächste Möglichkeit an. Wenn ich jetzt die 2 würfeln würde, würde ich ja mit der 2 in dem Fall einen Teil haben und ich müsste noch eine 1 würfeln mit dem zweiten Würfel und dann würde ich auch auf die Augensumme 3 kommen. Bei 3 wäre das schon gar nicht mehr möglich, denn mir fehlt dann nichts mehr. Bei 4 natürlich geht es schon gar nicht mehr, bei 5 geht es gar nicht mehr und bei 6 eben auch nicht. Und nun soll ich die Wahrscheinlichkeit bestimmen für die Augensumme 3. Und da hast du sicherlich auch schon im Matheunterricht über die Produkt- und Summenregel schon mal was gehört. Und dazu schreiben wir uns zunächst erst einmal was auf. Wenn ihr anhand des Baumdiagrammes diesen Ast hier oder diese Verzweigung hier einmal entlang geht, benutzt ihr die Produktregel. Und die Produktregel sagt nichts anderes, als dass ich dieses Ergebnis mit diesem Ergebnis multiplizieren muss. Und das machen wir hier auch. Das mache ich nochmal farbig, also rot. Das heißt also ein Sechstel und das mal ein Sechstel. Und das kennt ihr sicherlich auch noch aus der normalen Bruchrechnung. Hier muss ich nichts anderes machen, als dass ich hier mir einen langen Bruchstrich schreibe. Ich schreibe 1 mal 1 hin und 6 mal 6. 1 mal 1 ist 1 und 6 mal 6 ist 36. Und damit hast du schon die Wahrscheinlichkeit berechnet, die wir für diesen Strang hier hätten, von dem Baumdiagramm. Und wir haben noch die zweite Möglichkeit, das wäre diese hier. Dafür mache ich mir auch noch mal einen Strich hin. Das wäre also die erste Möglichkeit und das ist die zweite Möglichkeit. Auch da wieder ein Sechstel mal ein Sechstel. Da, wie gesagt, ja immer nur eine Seite möglich ist, die ich hier würfeln kann.
Auch hier wieder der lange Bruchstrich. Ich schreibe wieder alles über den Bruchstrich und einmal unter den Bruchstrich. Und auch hier wieder einmal 1 ist 1, 6 mal 6 ist 36. Und damit hast du auch die zweite Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Da aber die Aufgabe darum geht, bestimme die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 3, bedeutet das für uns, dass diese Möglichkeit besteht und diese Möglichkeit besteht. Und diese Regel, die wir gerade hatten, hier anhand dieser Verästelung, das war unsere Produktregel. Das findest du auch in der Formelsammlung wieder, die du oftmals auch in der Mathearbeit hast. Produktregel. Und da wir diese Augensumme haben und auch diese Augensumme als Wahrscheinlichkeit, müssen wir also dieses Ergebnis und dieses Ergebnis miteinander addieren. Und das wäre in dem Fall, das schraube ich mal unten drunter, unsere Summenregel. Okay, also wir schreiben uns hin, ein 36stel plus ein 36stel. Und wir haben bei der Bruchrechnung mal gelernt, dass wir bei den Additionen von Brüchen einen gemeinsamen Nenner brauchen. Und da wir schon einen gemeinsamen Nenner haben, können wir in dem Fall diesen übernehmen. Und 1 plus 1 macht 2. Und damit bist du eigentlich auch schon fertig. Du hast 2 36stel. Das können wir noch kürzen mit der Zahl 2. Wie oft passt die 2 in die 2? Und zwar einmal. Wie oft passt die 2 in die 36? Genau, 18 mal. Und somit haben wir gekürzt 1 18stel. Und du darfst natürlich auch in der Mathearbeit deinen Taschenrechner benutzen. Wenn da die Angabe noch ist, rechne das auch in Prozent aus. Dann brauchst du nichts anderes machen als 1 durch 18. Und dann bekommst du raus 0,055555. Das heißt also, ich schreibe mir das mal hier unten hin, 0,055. Und ihr seht, es geht hier periodisch weiter. Ich kann mir also einen Strich hier drüber machen. Bedeutet für uns 5,5 Periode Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine 3 würfelst, liegt bei 5,5%. Okay, gucken wir uns jetzt die dritte Aufgabe noch an. Da steht, Merle behauptet, dass beim Würfeln mit 2 Würfeln die Augensumme 4 häufiger erscheint als die Augensumme 3. Hat Merle recht? Und dazu gucken wir uns das nochmal an. Wir gehen jetzt über die Augensumme 4. Wir gehen also diesen Strang hier entlang. Wir haben hier die 1 und wir müssten die 3 würfeln. Das mache ich hier mal mit Blau. Die 1 und die 3 müssten wir würfeln. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann gucken wir uns den zweiten Strang an von unserem Baumdiagramm. Wenn ich die 2 würfel, müsste ich ja automatisch, um die Augensumme 4 zu bekommen, nochmal die 2 würfeln. Dann würde ich 2 und 2, würde ich 4 erhalten, 1 und 3, dann natürlich auch 4. Ich kann natürlich aber auch als erstes die 3 würfeln und dann als nächstes nochmal die 1. 3 und 1 macht Augensumme auch 4. Wenn wir jetzt zur 4 gehen, dann sind wir schon oben drüber, genauso wie bei 5 und bei 6. Und du siehst, Merle hat eigentlich recht, denn sie hat ja die Möglichkeit, dass sie einmal die 1 würfelt und die 2, die 2 und die 2 und die 1, und die 3 und die 1. Das heißt also, es gibt 3 Möglichkeiten insgesamt, anders als gerade beim ersten Wurf mit der Augenzahl 3. Und dadurch ist natürlich dann auch die Behauptung richtig, dass Merle dann in dem Fall die Wahrscheinlichkeit viel höher hat, in dem Fall, dass sie dieses Ergebnis bekommt. Und das kann man natürlich auch ausrechnen. Und ihr ahnt es schon, wir haben das hier in dem Fall schon gemacht. Und jetzt müssten wir in dem Fall das nochmal erweitern. Das heißt also, wir schreiben uns mal hin, 1/6 mal 1/6, wie gewohnt. Wir schreiben das alles über den langen Bruchstrich. Ich rechne das mal so aus. Macht 1/36, 1/6 mal 1/6, gleich 1/36. Und unser dritter Strang, 1/6 mal 1/6, macht wieder 1/36. Und auch hier wenden wir wieder dann die Summenregel an. Wir schreiben uns also auf 1/36 plus 1/36 plus 1/36. Und wenn wir das jetzt addieren, bekommen wir dann 3/36 raus. Und hier können wir noch kürzen mit der 3. Wie oft passt die 3 in die 3 einmal? Wie oft passt die 3 in die 36? Und das wären dann 12 mal. Das heißt also, 1/12 wäre dann die Wahrscheinlichkeit. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner noch eingeben.
1 durch 12 und dann bekommen wir die Wahrscheinlichkeit raus von 0,08, 0,083. Das ist auch eine periodische Zahl, bedeutet für uns 8,3% wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme 4 dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video ein wenig helfen. Lass doch gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.